So, hallo meine Freunde, ich heiße euch wieder recht herzlich willkommen zurück zu Let's Play Syndicate. Boah, jetzt muss ich erstmal wieder an die Mausempfindlichkeit hier gewöhnen. Ja, nochmal kurz einen Rückblick hier. Und zwar im letzten Part sind wir... Boah, die Mausempfindlichkeit, ich könnte schon wieder kotzen. Durch diese Tür gekommen und haben davor diese Lily Droll überwachen müssen. Und jetzt wurde die dann gekidnappt, mehr oder weniger, und wir müssen sie befreien. Und ich habe keinen Plan, wo es hier lang geht. Humanobjekt Lily Droll, weiter in Feindeshand. Ach Gott, oh Gott. Ach. Kotzen wir die da oben erstmal weg. Danke für die Granate. Kann ich gut brauchen. Feuern wir jetzt auch mal Granate. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Ade. Boah. Gott, Leute, sorry, aber ich muss mich da voll wieder an die Ding gewöhnen. Und auf jeden Fall, zur Story nochmal. Wir sollen jetzt diese Lillian... ja, genau, überlebe alles. Droll finden. Und zurückholen. Genau, das ist das, was wir machen müssen. Boah. Ich spiele hier wieder erst Mensch vom Dienst, auf jeden Fall. Und wir haben fast keinen Schuss mehr. Erfolg auch wieder. Wunderschöner. Leute, ich habe hier ein Problem gerade. Es sind verdammt viele Gegner. Und ich weiß nicht, wo meine ganzen Granaten gelandet sind. Wollen wir gleich nochmal eine hinter. Bin ja gespannt, wie lange hier der noch überlebt. Der hier ist immun, ist natürlich mies. Schildfeuer. Hey Leute, das hier ist gar nicht so cool. Oh, und jetzt schon wieder so ein Ultra-Kerl und ich habe nur noch... Null Schuss, jetzt. Wo ist die Granate gelandet? Leute? Okay, dann holen wir den einfach mal. So. Boah, ich bin überfordert. Und jetzt werden wir sterben. Jetzt sind wir gestorben. Ach Gott. So, ich muss mich erstmal wieder an das Spiel gewöhnen, weil ich heute wieder eine Aufnahmesession mache. Aus dem einfachen Grund, da ich die nächsten Tage kaum Zeit habe. Scheiße, die wollen höher, Kilo. Ich schau mal, ob ich hier einen Extraktionspunkt finden kann. Humanobjekt Lily Droll. Weiter in Feindeshand. Okay, gut, dann müssen wir uns jetzt mir was einfallen lassen. Zum Beispiel sowas, gleich den ersten Mal dermaßen wegrotzen. Erfolgreich. Okay, gut, auch erwischt. Da, down. Ich dachte, da hat man... höhere ich muss hier wegen mit Granaten arbeiten. Ich dachte, wenn man jo, danke dafür. Gut, ich habe jetzt wieder null Schuss. Top schnell die Waffe.
Granate. Granate hat auch geklappt. Aber jetzt habe ich keinen Schuss mehr für bitte. Fuck, und jetzt habe ich ein Problem. Hau ich einfach auf den drauf. Klappt nicht. Mist. Nein! Fuck, Leute! Gefällt mir gar nicht. Ich weiß nicht, wie ich das mit so wenig Schuss hier alles regeln soll. Das ist ein schöner Fail hier auf jeden Fall. Ganz klar. Und sorry, dass ich gerade schon wieder so wenig rede. Aber ich weiß nicht, wie ich das hier Scheiße, anders lösen soll. Wie viel Schuss. Mal, ob ich hier einen Extraktionspunkt finden kann. Kacke, den können wir auch nicht gleich so. Okay. Ein Dreier Fehlfeuer ist immer geil. Okay, jetzt haben wir schon mal 4 Gegner weniger. Ah, Mist. Panzerung. Ja, Ghetto-Kind, da bist du gleich nicht mehr so cool. Die sind auch verdammt nice gepanzert. So, nice für die. Okay. Okay, wie mache ich das jetzt am schlausten? Ich habe nur noch 3 Schuss. Okay. Da haben wir das Problem schon wieder. Ich hab 0 Schuss. Und... Ah. So geht es hier. Ah. Ich wusste schon gar nicht mehr, wie ich die richtig töten kann. Also im Nahkampf. Ja, du da drüben gehst jetzt nicht mehr tierisch auf die Nüsse. Den haben wir jetzt aber auch gleich, würde ich sagen. Nochmal einen gescheiten Dart und dann wenig Bullet Time User machen. Und dann Batsch. Batsch. Und dann hat er jetzt halt Angst vor uns, würde ich mal sagen. Ha, Pfeife. Komm ruhig raus. Oh, da hinten ist er. Ach komm, jetzt hat ein Schuss. Mist. Wollte ich ringen. Puppa. So. Jetzt. Das war jetzt aber mal hier nicht gerade vorbildhaft, wie ich das hier abgezogen habe. Aber das ist ja wurscht. Gut, jetzt haben wir wieder Schuss. Mir kommt es so vor, als wenn es hier gerade relativ laggy wäre. Da es irgendwie auch nur mit 20 FPS aufnimmt. Leute, muss ich mal kurz was nachschauen, sorry. Bis gleich. So gut, dann bin ich jetzt wieder da, jetzt klappt es wieder besser. Hoffe ich zumindest. Also ich sage, müssen wir erstmal hier mit dem Aufzug aufschüren. Oder auch nicht. Wo geht's lang? Da hinten. Ist was. In die Restrooms. Erkannt. Datascape-Verstoß. Ein Cayman Global Dropship wurde gerade auf dem Weg zu einer Abholung enttarnt. Boah, was geht da hinten ab? Wird der Sniper raus? Bullet Time. Leute, warum wird es jetzt halt hier so extrem schwer? Mal Suizid anwählen. So, der ist auch weg. Dann nehmen wir Überzeugung. Dann komme ich noch nicht ran. Boah.
Hier wie? Ich dachte hier an Überzeugung. Ha, komisch, dass es Überzeugung nicht so ganz klappt. Oder doch klappt. Ist ja saucool. Dann habe ich jetzt hier wegen Zeit kurz mal auf Fehlfeuer wieder umzuschalten. Fehlfeuer, Erfolg und Ade. Und wer ist noch hier von Fehlfeuer? Okay, passt. Sorry, dass ich will. Echt, das ist Hammer, das Spiel. Boah, was es hier an Schuss gibt. Das ist ja Paradise. Ups, damit hätte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet, dass da oben einer rumeiert. Kleiner Eierkopf. Ah. Und ihr wisst ja, die Mausempfindlichkeit und ich. Nee. Platsch, der ist auf jeden Fall jetzt hier in zwei geteilt. So macht es Spaß. Okay, ich bin auf dem Dach. Scheiße, ihr Fluchtschiff ist startklar. Tja. Uns bleibt nicht viel Zeit, Humanobjekt Lily Drone zu befreien. Humanobjekt? Okay, so einzelne sind, wenn da kommen, dann ist es gar nicht so einfach, so schwer. Aber wenn so viele wiederum spinnen. Bei sowas brauchen wir ja nicht unbedingt unsere extra Dinger nehmen. So, verwundbar. Und dann ist er ja auch nichts. Da muss man einfach blind drauf feuern und dann überlebt er hier ja auch nichts. So, perfekt erwischt würde ich sagen. Trauma-Status. Ja. So, das ist halt das perfekte für Bullet Time. Wasser nenne ich jetzt mal. Die können dann jetzt wieder schön was sagen. Sag ich aber auch keine Granate mehr. Oh Leute. Again, no money. Ja, hier habe ich doch was gesehen. Oh fuck. Ach, ich muss nah an die hingehen und dann hat sich das geklärt mit einer. Dass ich das jetzt hier mal verstehe. Hä, wo ist der? Ach so. Alter, fuck, was ist das? Kacke. Verdammte Kacke. Gott, hält der was aus. Auf Fehlfeuer umschalten. Okay. Ich brauche Überzeugung. Dann hilft er mir, wenn auf den da zu feuern, ist ganz praktisch. Herum. Nein. Da. Und wenn ich mich wenig bewege, sollte der mich eigentlich nicht unbedingt treffen. Boah Gott, ist das ein Monster. Ich habe gar nicht gewusst, dass es hier auch sowas gibt. Also soll ich hier. Mist. Ja, cool. Natürlich, jetzt ist er wieder immun.
Aber super, was soll ich machen? Ich habe keinen Schuss. Gibt es hier irgendwie mehr Schuss? Da. Erstmal länger aufpumpen. Auch ganz praktisch jetzt das. Mit 24 Schuss. Ich glaube, aber so sind die Kugeln stärker, oder? Was meint ihr? Wahrscheinlich auch, oder? Naja. Ja, du Schwanzlutscher. Sorry, Leute. Ups, ja. Ups. Munit. Minigun. Einwandfreie Sache. Andere Waffe. Wie tue ich die jetzt wieder ablegen? Achso, die habe ich jetzt wieder unendlich lang. Okay. Kühldruck überlasten. Ach so, weil so komme ich dann da durch. F verwenden. So, jetzt bin ich mal gespannt, wo Method rauskommt. Wir sind in ihrem Funkkilo. Die Rapina ist gleich startbereit. Rapina, steht da. Ich hol sie runter. Hm, tut sich wohl noch nichts. Ich hab schon gedrückt, gell? Puh, danke. Okay. Erstmal Waffe anlaufen lassen. Oh, das ist diese extrem überpowerte. Aber genau das Richtige, was ich jetzt brauche. Komm, wenn die mit ihrem Judenschiff da ankommen, dann brauche ich da schon ein wenig was effektiveres. Nein, nicht den Korven. So. Ach, das war der. Und da ist noch einer. Jetzt komme ich langsam wieder auf die Maus klar. Ohne dass ich hier 200 mal daneben feuer. Ja, ich denke, wir müssen jetzt auch da raus. Aber erstmal müssen wir hier Munition abklauen von denen. Okay, das können wir jetzt nicht mehr. Gott, die haben ja dann null Chancen. Ist das geil. Warum hat man denn immer so eine Waffe? Zu klasse die Waffe. Einfach zu geil. Das macht so macht's doch Spaß, Leute, oder? Bah, du Affe. Hey geil, ich bin ja auf dem Ding drauf. Extrapoliere Streckenparameter. Süd-Süd-Ost, Meeresrichtung steigend. Durchhalten. Na jo, klar, kein Problem. Ich halte auch gerne durch. Ui, duck hin. Meine Fresse. Gott, war das jetzt schwer. Und nochmal sorry für den Anfang, dass ich da ein wenig ruhiger war. Aber jetzt bin ich erstmal gespannt, wann wir wieder auf die Lillian stoßen werden. Lillian Drawl, so heißt sie. Wahrscheinlich voll in der Name Lillian, aber er wurscht. Dieser Heckschiebe, ui. Längster Rausch 5. Nicht schlecht. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, wie viel erlittenen Schaden wir haben. Aber gar nicht so viel, immer so um die 1800-900 in dem Dreh rum. Dann passt das schon. 11 Minuten, hätten wir auch in 5 Minuten schaffen können. Wenn wir uns nicht so angestellt hätten wie der erste Mensch. Oh mein Gott. Nicht cool. Nicht cool. Und es lädt und lädt. Und ich kann hier nicht mal was drücken. Komische Sache. Ich hoffe, das ist jetzt halt normal. Ah, jetzt geht's weiter. Empfange Kommunikation. Ei, ei. Hier
Okay. Alter, wie geil ist das denn, Jungs? Bäm. Nur geil. Hallo? Oh, ging aber schnell da rein. Fällt nicht auf, wenn da irgendwie so ein Kerl oben drauf rumliegt? Nee. Ist wurscht. Ich hoffe jetzt mal, dass auch die Lilly da drinnen ist, weil das der ganze Scheiß jetzt hier umsonst. Oh, aber es sieht halt auch richtig nice aus, die City hier auf der Stadt. Auf dem Wasser. Auf der Stadt. I like. Okay, bin gespannt. Sorry. Ob sowas in echt auch irgendwann gibt. So eine schwimmende Stadt. Oder allgemein so mit der Technik, dass einfach so durch die Gegend rumschieren kann, wie man will. Ja, haben wir jetzt so angekoppelt oder... Gut, ich kann nämlich auch noch nichts machen. Aha, das soll ich also machen, dass der da reinkommt. Und es fällt nicht auf oder so. Achso. Ah, okay. Dies ist eine Hochsicherheitszone. Schlage Rapinia Umlenkung für optimalen Angriff vor. Aha. Leite das Dropship zu einer Niedrigsicherheitsplattform um. Datentransfer. Erstmal machen. Hier den Kerl. Chip entnehmen. Ach, diesmal durchs Auge. Durch den Kopf. Einwandfreie Sache hier. Aber wer war das jetzt halt? Oder warum haben wir den seinen Chip gebraucht? Was ist das für ein Chip? Fly Control Access. Ah, jetzt haben wir da einen Punkt. Jetzt haben wir hier die Wahl zwischen vier Stück. Das haben wir ja das letzte Mal schon angeschaut. Notwiederbelebung. Kurzfristig Unverwundbarkeit beinahe im Tod. Okay. 25% Schadensbonus im Dart-Display-Modus. Erlittener Schaden dann um 20% reduziert. Also Dart-Display-Modus ist ja der Ding, gell? Der Bullet-Time-mäßige. Du erleidest 33% weniger Schaden aus Explosionsangriffen. Und die Immunität gegen Schäden aus eigenen Explosionsangriffen. Ja, das wäre auch blöd, wenn ich mich selber abschießen würde. Reduziert die zum Nachladen erforderliche Zeit. Reduziert die zum Waffenwechsel erforderliche Zeit. Flinkheit Pro. Nein, Spaß. Das hätte sich eigentlich relativ vernünftig angeschickt. Aber die zwei auch. Da ich den, ich denke mal, da ich den Modus so oft benutze, nehme das da. Jetzt haben wir das verbesserte Display. Sieht gut aus. Okay. Luftsteuerung. Was war? Achso. Nachrichtenanalyse abgeschlossen. Aufzeichnung. Wollen wir das auch mal? Ihr Zentrale, wir haben Probleme mit der Freigabesoftware. Umlenkung zur Landestation Starboard 9. Over. Verstanden, Zentrale. Sind unterwegs. Piranha 2 out. Ha. Suche Datentarnung. Okay, dann such mal. Das sieht auch richtig cool aus, Leute. Abgeschlossen. Wir gehören dazu. Da ist Auge fehlt. Okay, wir gehören dazu. Ich denke mal, dann können wir uns jetzt hier mal durchbahnen den Weg irgendwo. Hm, da nicht. Wo denn dann? Wenn nicht hier. Ah, da. Hä? Auch nicht. Komische Sache. Weil hier war nochmal was. Okay, was aufblinkt. Drücken konnte. Ah, da, Drahtentransfer. Ach, jetzt ist erst offen. Okay, hier. Gut, keine Ahnung, was das ist. Hä, muss ich dann da was machen? Oder da? Da ist eine Tür. Laufen wir da lang. Okay, ist verboten. Wo sind wir jetzt halt hier? Wie heißt die Stadt? Weiß es einer? Oder ist es einfach... Halt die Fresse. Ich will dir nicht wissen, was du da vorgabelst. Ja, zöge auch nicht, dich anzusprechen. Empfange Kommunikation. Piranha
Linie 2, hier Executive Command. Mögliche Sicherheitsleck auf Landestation Starboard 3. Sofort Umlenkung zur Hochsicherheitslandestation Starboard 18, verstanden? Okay. Linie 2, klar verstanden, out. Verdecktes Eindringen gescheitert. Berechne direkten Angriff durch Executive Sicherheitslevel. Drück den drauf, Puh. Okay. Scan wird durchgeführt. Niedriger Sicherheitszugriff gewährt. Okay, freut mich für dich. Executive Sicherheitszugriff gewährt. So schnell geht es, Leute. Müsst ihr euch merken. Ach, nehme Fehlfeuer. Ups. Sicherheitsüberbrückung. Bitte Ruhe bewahren. Augenscanner, schau dich schon an. Identität ungültig. Sicherheitssperrung. Gegenmaßnahmen eingeleitet. Okay, fuck. Durchbrechen. Eher schnell, sonst gehe ich hier drauf, Junge. Woher wusste er jetzt natürlich, dass es da ist? Gegenmaßnahmen vereitelt. Ha! Arsch. Nicht mit mir, meine Freunde, nicht mit mir! Ja, komme ich jetzt hier noch irgendwann mal wieder raus? Oder nicht so? Ah, okay, cool. Ach, La Balena. Ja, sieht ja auch lässig aus, die Stadt. Die gefällt mir sehr, gefällt mir sehr, gefällt mir sehr. Didedim, didedim, didedim. Wie wär's mal mit Laden? Es ist in Ordnung wegen die nervigen Ladezeiten, die sind so lang. Dabei ist mein PC jetzt auch nicht gerade der schlechteste vom Dienst. So für Full HD langt's ja anscheinend. Zum Aufnehmen. Bloß nicht, wenn es hier nach dem Kameraden geht. Hm. Okay, cool. Aber ich würde sowieso sagen, an der Stelle machen wir hier einen Cut. Und im nächsten Part tun wir uns einmal wegen um die La Balena, Balena, ich denke mal Balena spricht was aus, Insel kümmern oder Stadt. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, macht's gut und auf Wiedersehen, ich bin's, euer Flashy, ciao.